Meine Damen und Herren, lieber Christian Lindner, der Applaus zeigt, die Freien Demokraten, diese neuen Freien Demokraten kommen gut an. Und ich glaube, es war nicht nur ein Applaus für dich ganz persönlich, sondern das darf man auch sagen, es war ein Applaus für das gesamte Team aus dem Präsidium, aus allen Teilen des Landes, die daran mitgewirkt haben, an diesem neuen Aufstellungsprozess der FDP. Und es war eben auch ein Kompliment an die gesamte Partei. Herzlichen Dank Ihnen dafür. Ja, die Veranstaltung geht weiter, abwechslungsreich. Mein Name ist Christopher Gohl. Ich saß die letzten 25 Jahre da, wo Sie sitzen, als Liberaler aus Stuttgart. Und ich freue mich, dass ich heute hier vorne ein Gespräch führen darf, ein Gespräch mit den Spitzenkandidatinnen der Liberalen für die anstehenden Bürgerschaftswahlen, Katja Suding und Lenke Steiner, die ich zu mir nach vorne bitte. Katja Suding ist ja auch schon vorgestellt worden. Sie ist die Landesvorsitzende in der FDP in Hamburg und hat vor 4 Jahren die FDP in die Bürgerschaft zurückgeführt, und zwar mit einem ganz hervorragenden Ergebnis, dem besten Ergebnis seit 37 Jahren, und das soll natürlich dieses Mal auch wieder gelingen. Und neben mir steht Lenke Steiner. Was viele nicht wissen, eine Quereinsteigerin, die gar nicht Parteimitglied ist, dafür werden wir auch gleich noch reden, Bundesvorsitzende der jungen Unternehmer. Als die Entwürfe für diese neuen Freien Demokraten vorlagen im Präsidium, da noch nicht feststand, wann man die rausbringt an die Öffentlichkeit, da hast du gesagt, liebe Katja Suding, ich möchte für die Freien Demokraten Wahlkampf machen, nicht mehr für die alte FDP. Was hat dich so gut angesprochen an diesem neuen Auftritt? Ich finde, dieser neue optische Auftritt passt einfach zu uns. Wir haben uns in einem langen und sehr spannenden Prozess im letzten Jahr unser selbst vergewissert. Wir sind auf unsere traditionellen Werte zurückgekommen. Christian Lindner hat gerade in einer fulminanten Rede diese Werte, diese alten, neuen Werte beschrieben. Unsere Offenheit für den Fortschritt, unsere Liebe zur Freiheit, unser Eintreten für faire Spielregeln im Zusammenleben und auch in der Wirtschaft. Und ich bin damals vor 9 Jahren in die FDP eingetreten, weil ich glaube, dass nichts Besseres gibt für eine Gesellschaft als Selbstverantwortung, Selbstbestimmung und Eigeninitiative. Und ich finde, dieser neue Auftritt, der zeigt jetzt auch einfach nochmal auf den ersten Blick und optisch für alle sichtbar, dass wir uns erneuert haben. Und ich bin wirklich sehr froh und tatsächlich auch ein bisschen stolz, dass Hamburg die erste Landtagswahl sein wird, wo wir mit diesem erneuerten optischen Auftritt tatsächlich auch in die Anwendung gehen. Ich freue mich sehr darauf. Ich denke, das wird erfolgreich sein. Liebe Lenke Steiner, du hast dich ja entschieden, für die FDP zu kandidieren im November. Da war die FDP noch im Neuaufstellungsprozess. Jetzt ist die ja sichtbar abgeschlossen. Ist es die FDP, die dich anspricht? Willst du für die Verantwortung übernehmen als Spitzenfrau, als Anführerin? Oder was motiviert dich eigentlich dafür, jetzt für die liberale Sache hinzustehen? Auf jeden Fall. Also das neue Logo ist für mich die absolute Strahlkraft, die hier gerade rüberkam, die Christian für mich komplett verkörpert und die gesamte Mannschaft, die dahinter steht und natürlich auch Sie, die dazugehören. Und das sind, glaube ich, die neuen Freien Demokraten und man spürt diesen Esprit und diesen Aufstieg und da bin ich stolz, dabei zu sein. Motivation? Jetzt muss dieser Auftritt ja auch nicht nur zu uns passen und wir müssen uns damit wohlfühlen, sondern er muss vor allem natürlich auch zu Hamburg und zu Bremen passen. Was ist denn unsere Botschaft an die Hamburger bei dieser Wahl? Um was geht's? Es geht darum, dass Hamburg, unsere fantastische Stadt, unter Wert regiert wird, seit 4 Jahren durch eine SPD-Alleinregierung. Und da ist die FDP besonders auf den Feldern stark, wo der SPD-Senat schwach ist. Und das ist einmal eine gesunde Wirtschaft, das ist unser Einsatz für beste Bildung, für fließenden Verkehr und vor allen Dingen auch für solide Finanzen, die unseren Kindern finanzielle Handlungsspielräume hinterlassen und eben keine Schuldenberge. Das sind die Themen, mit denen wir in den anstehenden Bürgerschaftswahlkampf eintreten werden. Wie sieht es aus in Bremen, auch eine Hansestadt? Natürlich ganz anders als Hamburg, aber ähnliche Probleme, ähnliche Herausforderungen. Was geht es in Bremen? Ja, wir schauen ja über zu den Hamburgern und sind stolz, euer Vorort zu sein. Deswegen freue ich mich, dass wir in dem Land stehen. Ich kann ja auch so Kleinkram eingestehen.
Ja, für uns in Bremen sind die Herausforderungen natürlich ähnlich, ganz klar. Ich als Unternehmerin stehe für generationenübergreifende Orientierung und die anderen reden von Werte, wir leben sie. Und das ist etwas, wo wir in Bremen unheimlich viel machen müssen, das werden wir tun. Schaffen, anpacken. Ja. Ja. Jetzt hat Christian Lindner ja über Bildung geredet, ein wichtiges Thema, noch auch in Länderverantwortung. Deswegen die Frage, wie steht es mit der weltbesten Bildung eigentlich in Hamburg? Ja, da ist noch einiges zu tun. Und wenn wir reden über beste Bildung, dann meinen wir auch tatsächlich beste Bildung, und zwar für jedes Kind. Und das ist ganz egal, aus welchem Elternhaus dieses Kind kommt, aus welchem Stadtteil, ob es mit oder ohne Migrationshintergrund aufwächst oder auf welche Schule geht. Wir meinen jedes Kind. Jedes Kind muss die allerbesten Chancen bekommen, um sein Leben selbstbestimmt leben zu können. Und da fängt es in Hamburg schon an bei der frühkindlichen Bildung, da wo die Grundlagen für den späteren Bildungserfolg gelegt werden. Hamburg ist eine Metropole, da gibt es viele Kinder, die einen Migrationshintergrund haben, vielleicht nicht genug Deutsch sprechen, um in der ersten Klasse dem Unterricht zu folgen. Und trotzdem leistet es sich Hamburg, den schlechtesten Kinderbetreuerschlüssel aller westdeutschen Bundesländer zu haben. Ich finde, das ist ein Skandal und das werden wir ändern. Beginnt in der Bürgerschaft, mit der FDP. Ja, auch in Bremen ist die Bildung da besser. Ich kenne ja, die super, Bildung. Wir führen die Rangliste von hinten an. Wir führen die Rangliste. Bremen ist aber eine Universitätsstadt und zwar eigentlich eine ganz exzellente. Eigentlich müsste man glauben, es stünde gut um Bremen als Bildungsstadt, Exzellenz-Uni. Also was die Universitäten und Hochschullandschaft angeht, steht Bremen tatsächlich gut da. Deswegen der Ruf ist schlechter als das eigentliche Dasein. Trotz allem ist die Bildungsqualität unheimlich schlecht, wo unheimlich viel auch dran getan werden muss. Natürlich durch frühkindliche Bildung, natürlich auch als Stadtstädte haben wir oder als Stadtstaat haben wir immer die großen Herausforderungen auch der Migration, wo ich es ehrlich gesagt eine Herausforderung ist auch immer eine große Chance sehe und gerade in der Unternehmenslandschaft, die Bremen bietet und der mittelständischen Wirtschaft, die Bremen so groß hat als zweitgrößter Hafen- und Logistikstandort tatsächlich von Deutschland, müssen wir diese Chancen nutzen und unsere Aufgabe ist es, in jedem Kind, denn das hat jedes Kind, diese Besonderheit zu finden, zu fordern und dann auch zu fördern. Das haben wir gestern auch gesagt, die Unistadt Bremen ist gar nicht so attraktiv für die Studenten, weil dort Regelungen eigentlich verhindern, was studentische Mobilität zum Beispiel betrifft. Was heißt das, was kann man da ändern? Stillstand ist ja nun gerade was wir abschaffen wollen, wenn wir nach vorne wollen, wenn wir aufbrechen wollen. Einfache Antwort, die SPD in Rente schicken, nach 69 Jahren. Stau. Der Stau beginnt im Rathaus, heißt es bei euch im Wahlkampf. Was heißt das? Warum beginnt der Stau bei Olaf Scholz oder bei wem? Mobilität ist ja ganz wichtig, gerade in einer Handelsstadt wie Hamburg. Und Sie haben es alle gehört, der Hafen ist das Herz der Hamburger Wirtschaft. Und trotzdem hat es der Senat nicht geschafft, in juristischen Auseinandersetzungen die dringend notwendige Elbvertiefung endlich durchzubekommen. Hamburg verliert im Wettbewerb mit anderen Häfen, wie beispielsweise Antwerpen und Rotterdam. Das waren handwerkliche Fehler, die der Senat da im Ringen um die weitere Elbvertiefung vor dem Bundesverwaltungsgericht gemacht hat. Das ist ein großer Standortnachteil für Hamburg. Und deswegen sage ich immer, wir müssen investieren in Infrastruktur, gerade im Hafen. Wir haben da einen Sanierungsstau von 300 Millionen Euro. Und was macht der Senat? Er investiert lieber eine Viertelmilliarde in ein teures, völlig unsinniges Busbeschleunigungsprogramm, mit dem die ganze Stadt lahmgelegt wird, viele Baustellen erzeugt werden, Parkplätze wegfallen, Unternehmensgründungen gefährdet werden, viele Einzelhändler aufgeben müssen. Viel Geld wird da in ein völlig unsinniges Programm investiert. Wir wollen, dass in dringend notwendige Infrastruktur investiert. Weil Infrastruktur auch ein Wirtschaftsthema ist und weil Hamburg eigentlich als weltoffene Handelsstadt, ja gut dasteht, auch als Stadt der Ideen, aber passt die Bürokratie zu Hamburg oder was müsst ihr tun für die Wirtschaftspolitik in Hamburg? Nein, ganz und gar nicht. Wir können uns auch nicht darauf verlassen, dass der Hafen weiterhin das Herz der Wirtschaft für immer sein wird. Wir brauchen ein zweites Standbein. Und da komme ich auf das zurück, was Christian Lindner gesagt hat. Wir brauchen eine Gründerkultur, vor allen Dingen auch in Hamburg. Ich will mich nicht damit zufrieden geben, dass wir nur die Nummer zwei sind als Gründerhauptstadt. Ich möchte, dass wir die besten und kreativsten Köpfe nach Hamburg holen, dass sie nicht in andere Städte und schon gar nicht ins Ausland abwandern. Und da ist natürlich Bürokratie ein ganz, ganz großes Thema. Und auch da müssen wir ran und das werden wir auch tun. Stichwort Gründer.
offenes Ohr oder ist das was, was nur Hamburg teilt oder wie steht es für die Gründer in Bremen? Also generell, glaube ich, kann man das ganze Thema auch nochmal verallgemeinern, denn hier vorne sitzen unsere Hidden Champions in Deutschland und um so innovativ zu sein und auch zu bleiben, um diese Wettbewerbsfähigkeit, die uns so stark gemacht hat in der Vergangenheit, halten zu können, brauchen wir natürlich neue Gründer, denn jeder dieser Hidden Champions hat irgendwann auch mal in der Garage oder im Schuppen zu Hause angefangen. Da muss ich was tun. Es gibt unheimlich viele Einstiegshürden. Ich selber habe auch gerade ein Unternehmen noch mal gegründet und nicht nur eins übernommen. Und ich habe genau das Gleiche erlebt, diesen Bürokratiewahnsinn, dieser Papierkrieg, den Sie erstmal wirklich hinter sich bringen müssen. Und was ich in der Fernsehshow erlebt habe, die ich gemacht habe, ist wirklich dieses, jeder kann gründen. Egal wie alt, egal in welchem Alter, egal welcher Herkunft und mit welchem Background. Jeder hat die Chance, wenn man die Vision hat und ein gutes Geschäftsmodell. Nun kostet Gründen Geld, dafür braucht es Investments, dafür braucht natürlich auch die Stadt vielleicht ein Budget. Wie sieht es aus mit der Haushaltspolitik? Infrastrukturmaßnahmen kosten Geld. Wie wollt ihr da, was für ein Angebot habt ihr in Hamburg? Ja, Geld ist eine Menge da in Hamburg. Die Steuereinnahmen sprudeln, die Zinsen sind niedrig. Es wird nur an der falschen Stelle ausgegeben. Ich möchte, dass wir Schwerpunkte setzen auf Bildung und Investition. Das sind die zwei Bereiche, die wirklich für die Zukunft gedacht wird. Da müssen wir investieren, da dürfen wir auch nicht sparen. Wir dürfen das Geld nicht für irgendwelche konsumtiven Maßnahmen zum Fenster raufwerfen, die wir nicht brauchen. Wir müssen in die Zukunft investieren. Das ist Bildung und Infrastruktur. Ist ja auch ein Generationenthema, Haushalt. Wie steht es mit dem Haushalt in Bremen? Ist der solide, ist der generationengerecht? Kann man das als junge Unternehmerin mit einem guten Gewissen so weitermachen? Nein, leider nein. Also gerade in Bremen haben wir ja die größte Pro-Kopf-Verschuldung tatsächlich von ganz Deutschland. Auch da führen wir wieder die Liste an. Da muss ich unheimlich viel tun, denn auf dem Schuldenberg bleiben nachher die nachfolgenden Generationen drauf sitzen. Und um da überhaupt noch Gestaltungsspielraum und eine Flexibilität zu schaffen, muss ich unheimlich viel tun. Und da muss man umstrukturieren und ganz klar auch in Bremen die Bildung stärken, denn die schafft wieder ein gutes Wirtschaftswachstum und nachher auch die Qualifikation, um das leisten zu können. Verehrtes Publikum, liebe Teilnehmer in dieser Dreikönigskundgebung, Sie sehen ob den Optimismus, sehen die hanseatische Weltoffenheit, die wir bei der FDP mitverkörpern, den Optimismus, den Mut auch hinzustehen, ohne große Erfahrung, aber zu sagen, für die richtige Sache. Ich danke Ihnen und ich möchte Sie bitten, alle als Teilnehmer dieser Dreikönigskundgebung, schreiben Sie die Tradition des Liberalismus mit in die Zukunft fort. Sie geben mit Ihrem Beifall Rückenwind und Motivation für unsere Wahlkämpferin. Ich möchte Sie ganz herzlich um einen Applaus bitten für Lenke Steiner und Katja Suding. Herzlichen Dank. Ja, okay. Ja.